BR Heimat, 12 Uhr läuten. Es ist 12 Uhr. Das Mittagsläuten kommt heute von der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus im oberbayerischen Haimhausen. Heimhausen am Nordende der Münchner Schotterebene im Dachauer Land wird schon anno 772 als Heminhusir bei den Häusern des Heimo erwähnt. Um 900 hören wir von einem Gotteshaus und es ist anzunehmen, dass neben einem Königsgut auch ein geistlicher Mittelpunkt entstand. Die spätere Hofmark ist seit dem 13. Jahrhundert eng mit dem Haus Wittelsbach verbunden. Wolfgang Fiepeck war Pfleger von Heimhausen und als Kanzler von Landshut im Dienst von Herzog Albrecht V. Herzog Wilhelm V. verlieh 1590 dessen Sohn Theodor die Hofmark Heimhausen, dessen Geschlecht in den Reichsgrafenstand aufstieg und sich fortan Reichsgrafen von Heimhausen nannte. Viktoria von Butler-Heimhausen ging als Gründerin der Behinderteneinrichtung von Schönbrunn in die Geschichte ein. Die Pfarrkirche St. Nikolaus steht auf einer Anhöhe über der Amper und grüßt weit ins Dachauer Land. Teile des Turms mit der kupfergrünen Kuppel stammen noch aus der Gotik. Das Kirchenschiff entstand nach 1698 im barocken Stil. Nach diversen Umgestaltungen im Innern kam zuletzt ein neues Gewölbe hinzu. Neben der Kirche steht das Pfarrhaus aus der Zeit um 1800. In barockem Rot ein wahrer Blickfang. 1939-40 wurden drei Glocken für Kriegszwecke beschlagnahmt. 1949 goss Ludwig Will zur verbliebenen alten Glocke drei neue. Die fast 2,5 Tonnen schwere Christkönigsglocke dürfte die größte jemals in seiner Werkstatt gegossene sein und lässt in Moll-Oktavstimmung das eingestrichene C erklingen. Zum Abschluss der aufwendigen Kirchenrenovierung erklingt das Quartett dank neuem Glockenstuhl in Holz harmonischer denn je. Das Mittagsläuten aus Heimhausen von Michael Mannhardt. Gelesen hat Christian Jungwirth.